Dies sind die Eindrücke meiner XXL-Tour. 6 Wochen alleine habe ich noch nie gemacht. Es ist nicht so, dass es gar keinen Plan gibt, aber keine Details. Alles soll sich ein bisschen auch ergeben. Aber nie mehr als 250 Kilometer am Tag. Beginnt die Reise bei mir eigentlich erst in Frankreich. Darum habe ich die Anreise ab Hamburg mit dem Autoreisezug gewählt. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch kurz nach Hamburg fahren und zack, bin ich schon bei der Verladung. Wer das schon mal mitgemacht hat, weiß, dass das nicht so ganz ohne ist. Das mit dem Schild hat mir vorne nicht mehr schenken können. Ich kann sowieso nicht nach vorne gucken. Ich kann mich nur ganz platt auf den Tank legen, nach unten gucken und mindestens zehnmal mit dem Kopf oben ans Oberdeck stoßen. Ja, und dann muss ich diese mindestens fünf Waggons ganz nach vorne fahren. Blind. Darum besteht hier auch Helmpflicht. Aber wer ganz nach vorne durchfährt, ist bei der Ausfahrt eben auch ganz vorne und muss nur einen halben Waggon rausfahren. Hier nochmal die Bestätigung, dass ich auch weiß, wo ich hinfahre. Tja, und zack, geht's los, raus aus Hamburg. Hier ein kurzer Überblick über die Route in den ersten 4 Tagen. Über die Autobahn fahre ich nur die ersten Kilometer, damit ich kurz unter Mühlhausen dann auf die kleineren Straßen ausweichen kann. Damit vermeide ich eben auch durch Basel oder Lörrach zu fahren. Ich finde es schön, in Frankreich über die Nebenstraßen zu fahren. Man fährt durch die Dörfer, kleine Dörfer. Auf den kleinen Straßen ist ganz wenig Verkehr und es sieht alles so ursprünglich aus. Es geht selten nur lange geradeaus. Viele lange, geschwungene Kurven. Die Landschaft ist meistens sehr wellig, nicht unbedingt steil, aber es ist so entspannt zu fahren.
weil es die Ausnahme ist. Hier mal ein paar lange, gerade Abschnitte. Hier über Land fahre, macht es sich bemerkbar, dass Frankreich erheblich größer ist, aber fast 20 Millionen Einwohner weniger hat. Es ist alles, scheint so einsam. Und es ist so abwechslungsreich. Eben noch Acker- und Weideland. Und ein paar Kilometer weiter fängt schon der Weinbau an. Hier eine Schleuse in den Kanälen, bei denen jeder die Tore zum Einlass und zum Ausland selber schließen muss. Es gibt keine Schleusen mehr. Und hier zeigt sich, dass ein Kanal nicht immer unbedingt schnurgerade durch die Landschaft geht, sondern durchaus sich schlängeln kann. Thank you.
Naja, und ab und zu mal muss man eben halt auch tanken fahren. Gut, dass mein Moped keinen Namen hat. Naja, und danach geht's halt wieder weiter. So schön können die Nebenstraßen aussehen. So sieht dann ein gesundes, kerniges Frühstück aus, bevor man den Tag beginnt. Jetzt bin ich am Gouffre de Pédirac, also dem Schlund von Pédirac. Eine richtig schöne Grotte oder Höhle. Dieser Schlund oder diese Öffnung ist 75 Meter tief, deswegen habe ich mich für den Fahrstuhl entschieden. Das Wasser
die Stalagmiten, die Stalaktiten und das bei der entsprechenden Beleuchtung. Also der Besuch hat sich gelohnt. Nun ja, auch der Rückweg mit dem Fahrstuhl. Ganz in der Nähe sollte es noch eine Schlucht mit einem ganz schönen Wasserfall geben. Da ich ihn nun schon mal hier war, habe ich gedacht, gucke ich mir natürlich an. Die Schlucht war schön, den Wasserfall musste ich allerdings ziemlich suchen, bis ich ihn dann auch gesehen habe. Hier geht es über die Garonne. Mindestens einmal Platte de Jour in Frankreich gehört dazu. Hier in Sarrecaf die letzte Übernachtung vor Spanien. Heute Abend ist die Fernsicht nicht so gut. Aber die Spiegeleier sind gut zu erkennen und der Speck auch. Am nächsten Morgen ist die Aussicht besser. Die Pyrenäen sind zu sehen. Schneebedeckte Gipfel. So, es geht los. Spanien steht auf dem Programm für heute. Nochmal kurz anhalten gleich zum Bezahlen und dann geht's wieder los. Langsam kommen sie näher, die Berge.
Ganz unbemerkt bin ich schon längst in Spanien und es ist nicht mehr weit bis zur ersten Unterkunft. So, ich bin angekommen in Villayer. Im Hotel Maurin oder Hostel Maurin, das erste Haus am Platz natürlich. Was anderes kommt ja gar nicht in Frage. Sehr rustikal, sehr gemütlich, sehr spanisch. Gemütliches kleines Zimmer, mehr braucht man ja nicht. So wie es aussieht, bin ich der einzige Gast. Aber ist nicht schlimm. Halbpension. Nicht besonders spektakulär, das Drei-Gänge-Menü, aber geschmeckt hat es trotzdem.